Moin, hier ist Fischer Sommelier André Domke von der Sonnenelch Schmusedom und ich habe heute ganz, ganz frisch, ganz tollen Lachs gekriegt aus Island. Einen europäischen Lachs, atlantischer Lachs, Salmo Salmar. Und ich zeige euch jetzt erstmal die frischen Merkmale bei so einem Lachs. Natürlich würde ich euch immer empfehlen, gehen Sie in ein Fischfachgeschäft, in einen Fischladen, zu einem Fischsommelier, also in einem meiner Läden auf der Insel Usedom. Wir beraten Sie fachgerecht und haben immer frische Produkte da. So, ein Lachs hat immer einen silbrigen Bauch, außer zur Laichzeit, dann wird er orange, kugelrot. Der Rücken ist immer bläulich, grünlich, gräulich. Die frischen Merkmale sind unter anderem die Augen, schöne klare Augen, richtig voll noch hier. Dann die Kiemen, Feuer, feuerrot, also kein Ferrari auf der Welt ist rötlicher wie diese Kiemen, ein Traum, ich freue mich schon. Dann die Flossen, richtig schön weichige, flauschige, feuchte Flossen. Dann ein Merkmal auch beim Lachs, die Fettflosse. Alle lachsartigen Fische haben Fettflossen, wenn diese richtig schön weich ist und noch flexibel und so. So, dann natürlich Geruch. Frischer Fisch riecht nach nichts außer nach Meer. Wenn der Fisch auch noch so diesen natürlichen Schleim drauf hat, diesen Schutzschleim, auch ein frisches Merkmal. Und nicht zu vergessen, Drucktest. Auch wenn Sie nur ein Filet haben, können Sie immer einen Drucktest machen. Wenn Sie den Daumen reindrücken und es sofort wieder hochkommt, nicht mal nach 2 Sekunden, zack, und wieder oben, auch ein frisches Merkmal. Ja, so, den werden wir jetzt gleich mal mit Ihnen zusammen filetieren und dann später noch was richtig Leckeres draus machen. Bis bald, euer Fischsommelier.